Das TTIP, also das Transatlantische Freihandelsabkommen, ist ein Abkommen, das geplant ist zwischen den USA und der EU. Einerseits sieht es den Abbau und die Herabsetzung von Zöllen und Steuern vor. Natürlich, wenn wir beachten, dass jährlich Waren im Wert von über 500 Millionen Euro zwischen den USA und Europa hin und her transportiert werden, so wäre dies eine sehr große Erleichterung für das Ganze, für die gesamte Wirtschaft. Andererseits sieht dieses Handelsabkommen auch eine regulatorische Harmonisierung von Standards vor. Und genau bei diesem Punkt sehen wir die Gefahr. Denn wir befürchten, dass es tendenziell zur Anwendung der niedrigeren Standards und Normen in den Verträgen kommen würde. Wir alle wissen nur zu gut, welche hohen Normen, Regeln, Standards wir hier in Europa haben. Typische klassische Beispiele sind einerseits Lebensmittel, Gesundheit, Ausbildung, Arbeitssicherheit, Patentrechte und so weiter und so fort. Beispiele sind zum Beispiel die Anwendung von Gentechnik oder auch Fracking, das berüchtigte Abbausystem von Gasen, die in den USA erlaubt sind, hingegen bei uns in Europa verbönt und verboten sind. Auch eine große Gefahr, die wir sehen, ist zum Beispiel in der Berufsausbildung. Denn wir hier in Europa und vor allem in Südtirol, auch mit der dualen Ausbildung, haben einen sehr guten, einen sehr hohen Standard, wo wir Angst haben, dass dieses downgraded wird, da es zum Beispiel in den USA nicht eine Anerkennung von einer Berufsausbildung geben würde. So sehen wir eben zum Beispiel auch den Meister in Gefahr. Wir im Handwerk, vor allem auch wir Junghandwerker, sind stets für Neuerungen offen. Allerdings muss dies Fortschritt und nicht Rückschritt bedeuten. Allerdings glaube ich, dass es sehr schwierig sein wird, dieses Freihandelsabkommen noch abzulegen, weil auch zum Beispiel bei den letzten G20-Verhandlungen, die in Australien stattfanden, das Freihandelsabkommen als sehr positiv eingestuft wurde. Und das Problem ist einfach, dass in den letzten Monaten und eigentlich schon Jahren diese Verhandlungen immer auf geheimer Basis erfolgt sind. Also es gibt momentan schon sehr viele Bewegungen gegen dieses TTIP, allerdings muss noch viel mehr getan werden.